Ein gigantischer Knochen aus einem griechischen Tempel, Millionen Jahre älter als die ihn umgebenden Steine. Mythische Überlieferungen von riesenhaften Helden und jahrhundertealte Abbildungen von Ungeheuern, die seltsam echt aussehen. Die Zähne sind spitz und zeigen korrekt nach vorn. Könnten die legendären Ungeheuer der alten Griechen tatsächlich existiert haben? Man hat beim Anblick des Schädels wahrscheinlich an ein einäugiges Monster gedacht. Sind womöglich wissenschaftliche Tatsachen zwischen den Zeilen der alten Mythen verborgen? Halten sich Fakten und Fiktion vielleicht sogar die Waage? Eine Untersuchung soll die Wahrheit über die antiken Helden und Ungeheuer Griechenlands zutage fördern. Die vielen Inseln des Ägäischen Meeres galten einst als das Reich von Göttern und Ungeheuern. Einäugige, menschenfressende Zyklopen sollten hier hausen und ein goldhortender Greif, der mit scharfen Krallen über seine Schätze wachte. Und der Hüne Herakles soll hier gegen das drachenartige Meeresungeheuer von Troja gekämpft haben. Diese überlebensgroßen Helden und sagenhaften Ungeheuer lassen sich bis zu Homers Epen Ilias und Odyssee zurückverfolgen, die wiederum auf jahrhundertealten mündlichen Überlieferungen beruhen. Was könnte diese Erzählungen inspiriert haben? Ein erster Hinweis findet sich auf der Insel Samos, die rund 320 Kilometer vom griechischen Festland entfernt in der östlichen Ägäis liegt, unweit der türkischen Küste. Heute lebt die Insel in erster Linie vom Tourismus, doch in der Antike war sie dank ihrer Lage ein bedeutendes Handelszentrum. Inmitten dieser sanft geschwungenen grünen Hügel ragt eine einsame Säule in die Höhe. Hier befand sich einst ein prächtiger Tempel, der als der größte Griechenlands galt. Das Heiligtum war Zeus Gattin Hera, der Göttin der Ehe, gewidmet. In der antiken Welt war Samos eine schier unerschöpfliche Quelle von Legenden. Auch Aesop, der berühmte griechische Fabeldichter, soll hier geboren sein. Samos wird in vielen Erzählungen als ein Ort beschrieben, an dem sich sagenhafte Kreaturen tummeln. Zu ihnen gehören auch die Neaden, die der Dichter Euphorion um 225 vor Christus beschrieb. In der ältesten Zeit war Samos unbewohnt, bis auf gewaltig große, wilde und gefährliche Tiere, die mit ihrem bloßen Geschrei die Erde zu spalten vermochten. Der Legende zufolge verursachte das Kreischen dieser Tiere einen Erdrutsch, der sie unter sich begrub. Und so starben sie alle. Doch die berühmteste Legende von Samos handelt von Dionysos, dem Gott des Weines, und den Amazonen, hünenhaften kriegerischen Frauen, die zu Fuß oder auf dem Rücken riesiger Pferde kämpften. Männer brauchten sie nicht und töteten sie im Kampf, wenn sie nicht gerade zur Fortpflanzung benötigten. Allerdings zogen sie nur den weiblichen Nachwuchs auf. Dionysos bat sie, auf der Seite der Götter gegen die Feinde von Griechenland zu kämpfen. Als die Amazonen ablehnten, verfolgte der aufgebrachte Gott sie nach Samos und rächte sich an ihnen. Adrian Meyer kennt diese Legende gut. 1982 reiste sie das erste Mal nach Samos, nachdem sie einen von Plutarch verfassten Bericht über den Kampf gelesen hatte. Der griechische Schriftsteller beschrieb einen Ort auf Samos, der Panaima genannt wird, das blutige Feld. Dionysos setzte nach Samos über und warf sich in die Schlacht gegen die Amazonen. Er erschlug viele von ihnen an diesem Ort, den jene, die staunend das viele Blut sahen, das blutrote Feld nannten. Laut Plutarch waren die Knochen der Getöteten immer noch in der roten Erde zu sehen. Doch moderne Gelehrte hielten den Bericht für ebenso erfunden wie Aesops berühmte Fabeln. 2000 Jahre nachdem Plutarch diese Worte geschrieben hatte, stieß Adrian Meyer auf eine interessante Spur. In einer Ecke des Museums von Samos entdeckte sie den sogenannten Knochenraum. Dort wurden fossile Überreste aufbewahrt, die einheimische Bauern beim Pflügen entdeckt hatten. Sie waren immer noch mit rotem Staub bedeckt. Sie fanden riesige Zähne und Knochen, die dreimal so groß waren wie menschliche Knochen.
Ich habe Oberschenkelknochen gesehen, die fast so groß waren wie ich. Woher stammten diese gigantischen Knochen? Konnten es die Überreste der gewaltigen Amazonen und ihrer Riesenpferde sein, wie Plutarch meinte? Adrian Meyer, die sich der wissenschaftlichen Erforschung von Mythen und Legenden widmet, machte sich auf die Suche nach einer Antwort. Die meisten modernen Historiker und Wissenschaftler gingen davon aus, dass die Menschen der Antike prähistorische Fossilien nicht für organische Überreste gehalten hätten. Eine paläontologische Enzyklopädie von 1997 behauptet, dass die Fossilien zu groß gewesen seien, um als Tierknochen erkannt oder ernst genommen zu werden. Adrian Meyer bezweifelte das. Auch kam es ihr unwahrscheinlich vor, dass Plutarchs detaillierte Beschreibung des riesigen Schlachtfelds ein reines Produkt seiner Fantasie gewesen sein sollte. Sie wandte sich mit dieser Frage an den Paläontologen Nikos Solunias, der seit 1978 Fossilienfunde auf Samos katalogisiert. Ich sprach mit Nikos über Plutarchs Beschreibung. Nikos sagte, ich weiß, wo das ist, ich habe den Ort gesehen. Die Erde dort ist rot und weiße Knochen schauen heraus. In den 1980ern und 90ern brachen mehrere Feuer aus, die die Vergangenheit des Ortes ans Tageslicht brachten. Das Gebiet war mit Kiefernwald und sehr dichtem Unterholz bedeckt, sodass der Untergrund verborgen war. Doch zwei große Feuer brannten den mittleren Teil der Insel fast völlig nieder und legten Gestein und viele Fossilien frei, die vorher nicht sichtbar gewesen waren. Was da zum Vorschein kam, war Plutarchs blutrotes Feld, meint Nikos Solunias. Der größte Teil der Insel besteht aus solchem weißlichem Sediment. Und nur hier gibt es darunter eine rötliche Schicht. Die rote Farbe ist vermutlich auf Eisenoxide zurückzuführen. Die Leute sahen die rot gefärbte Erde und nannten den Ort Panaima, was Blutbad bedeutet. Für die Menschen der Antike war Samos ein mythischer Ort. Ein legendäres Schlachtfeld, an dem Götter und Amazonen aufeinanderprallten und Giganten starben. Als Kind besuchte Nikos Solunias jeden Sommer seine Großeltern auf Samos. Und kaum war er dort, wollte er den Ort sehen, den seine Großmutter als urzeitlichen Totenacker bezeichnete. Als ich 7 war, kam ich her, weil mich Knochen interessierten. Und den ersten fand ich hier. Es war der Oberschenkelknochen eines Samotheriums, eine Art Giraffe mit kurzem Hals, die auf Samos lebte. Dieser Knochenfund führte dazu, dass Solunias später Paläontologie an der Universität von Colorado studierte. Dort lernte er Tiere und ihre Umgebung anhand der Hinweise zu rekonstruieren, die ihm die Fossilien lieferten. In den 1970er Jahren kam er nach Samos zurück, um die Arbeit fortzuführen, die er Jahre zuvor begonnen hatte, alle Arten von Fossilien aus den Knochenbetten der Insel zu katalogisieren. Seine Forschungsergebnisse, die er ab 1979 veröffentlichte, erregten Adrian Meyers Aufmerksamkeit. Sie wandte sich mit einer Frage an ihn. Wie mochten diese Fossilienlager auf die Menschen vor rund 2000 Jahren gewirkt haben? Es dürfte sehr leicht für sie gewesen sein, Knochen zu finden. Auf der Insel gibt es tausende kleiner Verwerfungen, die kleine Stufen bilden. Das ist eine Art natürlicher Ausgrabungsvorgang. In den Knochenbetten von Samos türmten sich einst die Fossilien. In den letzten 2 Jahrhunderten wurden rund 60.000 Knochen in einem Gebiet eingesammelt, das gerade mal 5 Quadratkilometer groß ist. 1839 fielen Paläontologen in Griechenland ein, gruben massenweise Knochen aus dem Miozän und dem Pleistozän aus und brachten sie in ihre Museen. In diesem Gebiet gibt es kaum noch Fossilien. Wer sich mit ihnen beschäftigt, muss in die Museen gehen. Die Fossilien von hier sind auf der ganzen Welt verteilt. Es gibt welche in Wien, Budapest, Paris und London, in Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, in New York, Yale und Harvard, in Washington DC und so weiter.
Solunios zufolge war Samos einst eine der bedeutendsten Fossilienfundstätten der Welt. Zahlreiche prähistorische Spezies wurden hier gefunden, darunter Knochen von Mastodonten, Mammuts und Wollnashörnern aus dem Miozän vor rund 5 Millionen Jahren. Hier wurden mehr Säugetierarten gefunden als in allen afrikanischen Ebenen zusammen. Es gibt Hinweise auf eine Migrationsroute von Tieren. Was dachten die Menschen der Antike wohl angesichts der großen Mengen an Fossilien in ihrer Umgebung? Obwohl Altphilologen und Historiker keinerlei Hinweise auf Fossilienfunde in den alten Schriften gefunden hatten, war Adrian Meyer überzeugt, dass es sie geben musste. Die alten Griechen müssen dauernd auf Knochen aus dem Pleistozän gestoßen sein. Beim Graben eines Brunnens, beim Pflügen der Felder. Adrian Meyer setzte sich in die amerikanische Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften in Athen und las zahllose Berichte unbekannter antiker Schriftsteller. Im Laufe eines Jahres fand sie in griechischen und römischen Schriften Dutzende von Hinweisen auf fossile Knochen. Wie konnten Generationen von Gelehrten das übersehen haben? Vielleicht lag es daran, dass sie bei den berühmtesten und einflussreichsten Denkern der Antike, wie Aristoteles und dem Historiker Thukydides, keine Erwähnung fossiler Wirbeltiere fanden. Adrian Meyer entdeckte die meisten Hinweise in den selten gelesenen Schriften der weniger bekannten Gelehrten und dort nur als Anspielungen auf mythische Gestalten. Sie sprachen über Riesen, Ungeheuer und Helden, nicht über prähistorische Knochen. Sie verwendeten natürlich auch keine wissenschaftlichen Begriffe. Sobald sich Adrian Meyer durch das mythische Beiwerk durchgearbeitet hatte, stieß sie auf sachliche Hinweise und Beschreibungen. Besonders verblüffend war ein längst vergessener Bericht des griechischen Gelehrten Philostratos aus dem 2. Jahrhundert. Er enthält eine aufsehenerregende Beschreibung eines gigantischen Skeletts, das ein Erdbeben auf der Insel Lemnos in der Nordägäis zutage gefördert hatte. Ich bin letztes Jahr selbst hingesegelt, um es mir anzusehen. Die Rippen waren von der Wirbelsäule weggerissen worden, doch als ich mir die Knochen ansah, erst als Ganzes und dann einzeln, drängte sich mir der Eindruck einer furchterregenden Größe auf, die sich nicht mit Worten beschreiben lässt. Der Schädel allein fasste mehr als 2 kretische Amphoren. Amphoren waren Weinkrüge und ein Weinkrug aus Kreta fasste 20 bis 24 Liter. Das Schädelvolumen sollte also 40 bis 50 Liter betragen. Ich sprach mit einigen Paläontologen in London und sie sagten mir, dass das ungefähr der Schädelgröße eines Mastodonten aus dem Pleistozän oder dem Miozän entspricht. Die Menschen damals hatten noch nie einen Elefantenschädel gesehen. Wofür hielten sie den Fund? Sie hätten den Schädel von vorne betrachtet und die Augen gesucht, die sich beim Mastodon seitlich am Schädel befinden. Wir haben schöne, runde Augenhöhlen, die leicht zu erkennen sind. Aber bei Elefanten sind die Augenhöhlen weiter hinten und nicht so offensichtlich. Dafür gibt es vorne eine große Öffnung, die zur Nase gehört, aber als Augenhöhle interpretiert werden könnte. Was man sieht, ist ein großes Loch in der Mitte, wo der Rüssel beginnt. Aber vor 1000 Jahren hätten es die Menschen kaum als Nasenöffnung erkannt, weil es wenig Ähnlichkeit mit der menschlichen Nase hat. Sie hätten also vielleicht gedacht, dass dort in der Mitte ein einziges großes Auge saß. Das erinnert an Homers Odyssee, in der Odysseus und seine Gefährten Zyklopen begegnen. Die wilden, einäugigen Riesen hausen auf einer Insel und sind so stark, dass sie vorbeifahrende Schiffe mit dem gezielten Wurf eines Felsblocks versenken können. Die Zyklopen hüten zwar Schafe, gieren aber nach Menschenfleisch. Odysseus blendet den Zyklopen Polyphem, der schon 4 seiner Gefährten verspeist hat, mit einem glühenden Pfahl. Mit Hilfe einer List entkommen er und seine übrigen Gefährten am nächsten Morgen dem ungeschlachten Riesen, der nun nicht mehr sehen kann. Diente der Mastodon-Schädel den alten Griechen als Beweis für die Existenz der legendären Zyklopen?
Die Mythen über Riesen und Ungeheuer wurden jedes Mal bestätigt, wenn ein Bauer beim Pflügen einen Knochen entdeckte, der so groß war wie er selbst. Wir können nicht beweisen, dass die Mythen über Ungeheuer, über Mischwesen und hünenhafte Helden durch die Entdeckung von gigantischen Fossilien inspiriert wurden. Doch wir können sagen, dass die Menschen solche Funde sofort auf die ihnen bekannten Mythen bezogen. Adrian Meyer wollte beweisen, was die Überlieferungen vermuten ließen, dass die Menschen der Antike tatsächlich Fossilien ausgruben und sorgfältig untersuchten. Solche Beweise würden auch ihre scheinbar radikale Theorie stützen, dass die Mythen der alten Griechen durch Knochenfunde aus der prähistorischen Zeit inspiriert wurden. Wir wissen, dass die Inseln der Ägäis einst reich an prähistorischen Fossilienablagerungen waren, die durch die häufigen Erdbeben ans Tageslicht befördert wurden. Doch erkannten die alten Griechen, was sie da vor sich hatten? Eine Antwort lässt sich vielleicht in den Prophezeiungen eines Orakels finden. Die Götter sprachen durch eine gewöhnliche Sterbliche, indem sie von ihr Besitz ergriffen. Abgesandte aus allen Provinzen suchten ihren Rat. Eine Anfrage von Abgesandten aus Sparta um 530 vor Christus wurde durch den griechischen Historiker Herodot überliefert. Sie wollten wissen, wie ihre Stadt zu Wohlstand kommen und über ihre Feinde triumphieren könne. Das Orakel wies sie an, die sterblichen Überreste des mythischen Helden Orest, Sohn des Agamemnon, nach Sparta zu bringen. Dem Mythos zufolge hatte Orest seine Mutter getötet, um den Mord an seinem Vater zu rächen. Daraufhin schlugen die Erinnen ihn mit Wahnsinn. Später heilten die Götter ihn und er wurde König von Argos und Mykene. Er starb als sehr alter Mann, doch niemand wusste, wo er begraben war. Herodot zufolge suchten die Spartaner monatelang vergeblich nach dem Grab. Eines Tages hörte ein spartanischer Soldat zufällig, was ein Schmied in der Stadt Tegea erzählte. Er hatte beim Graben eines Brunnens eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Als ich die Erde aushob, stieß ich auf einen gut 6 Meter langen Sarg. Ich konnte nicht glauben, dass es je so große Menschen gegeben haben soll, darum öffnete ich ihn. Ich sah, dass der Tote dieselbe Größe hatte. Nachdem ich ihn gemessen hatte, vergrub ich den Sarg wieder. Der Soldat glaubte, dass diese gewaltigen Gebeine die sterblichen Überreste des Orest waren. Er wartete bis zur Dunkelheit, grub sie aus und brachte sie nach Sparta. Die alten Griechen glaubten, dass alle Helden und Heldinnen des mythischen Zeitalters 3-mal so groß gewesen waren wie die mickrigen Männer und Frauen ihrer eigenen Zeit. Alles war besser, wie in jedem goldenen Zeitalter, auch die Tiere. Alles war größer, schöner und spektakulärer. Sie dachten, dass ihre Helden größer gewesen waren als sie selbst. Diejenigen, die überlebensgroße Taten vollbracht hatten, mussten auch überlebensgroß von Statur gewesen sein. Macht war gleichbedeutend mit Größe und Kraft. Zwischen 500 und 400 vor Christus erreichte die Heldenverehrung ihren Höhepunkt. Damals war es üblich, große Knochen, die irgendwo gefunden worden waren, mit allen Ehren zu bestatten. Die Knochen, auf die der Schmied gestoßen war, gehörten höchstwahrscheinlich zu den Überresten eines Mammuts aus dem Pleistozän, die Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte zuvor entdeckt und in einem Sarg bestattet worden waren. Als der spartanische Soldat die Knochen ausgrub, betrachtete er die Hinweise auf eine zeremonielle Bestattung als Beweis, dass dies tatsächlich die Gebeine eines legendären Helden waren. Die Knochen wurden feierlich nach Sparta überführt, das tatsächlich eine Blütezeit erlebte. Die Nachricht aus Sparta von der Entdeckung der sterblichen Überreste des Orest lösten eine Art Knochenrausch in Griechenland aus. Jede Stadt wollte jetzt die Knochen eines lokalen Helden haben. Es ist so, als ob die Gebeine von George Washington verloren gewesen wären und dann plötzlich von jemandem entdeckt und in die größte Stadt unseres Landes gebracht würden.
Das gäbe den Menschen Auftrieb und ihre Moral würde gestärkt. Vor allem, weil die Griechen im Unterschied zu uns ihren Helden quasi göttliche Züge verliehen. Bei ihrer Beschäftigung mit unbekannten antiken Schriften fand Adrian Mayer viele Hinweise darauf, dass gezielt nach riesigen Knochen gesucht wurde. Häufig bestattete man sie anschließend. Wenn es sich bei dem Fund um einen einzelnen Knochen handelte, brachte man ihn auch oft zum örtlichen Tempel und opferte ihn dort den Göttern. Es gibt viele antike Berichte darüber, dass die Menschen imposante Zähne, Knochen und Stoßzähne fanden und sie zu ihren Tempeln brachten. Daher wissen wir, dass es durchaus üblich war, in den Tempeln Fossilien auszustellen. Doch eines bleibt rätselhaft. Wie konnten die Griechen, die durch ihre Bestattungsriten und Tieropfer mit der menschlichen und tierischen Anatomie vertraut gewesen sein mussten, die Knochen von Mastodonten und Mammuts mit menschlichen Gebeinen verwechseln? Bei der Beantwortung dieser Frage stützen sich die Paläontologen auf die Taphonomie, einen neueren Wissenschaftszweig, der sich mit der Entstehung von Fossilien befasst. Es ist die Erforschung von allem, was nach dem Tod eines Tiers passiert, bevor es gefunden wurde. Wir fragen zum Beispiel, wie ist es an den Fundort gekommen? Waren Aasfresser am Werk? Und welche Art der Konservierung führte dazu, dass die Knochen 100 oder 1000 Millionen Jahre überdauerten? Es ist ein sehr komplexes Fachgebiet. Die Situation ist mit einem Tatort vergleichbar. Teile eines Körpers liegen herum und hier und da gibt es ein paar Fußspuren. Dann kommen wir, 1 Million Jahre nachdem das Verbrechen begangen wurde, und wollen herausfinden, was passiert ist. Die Inseln der Ägäis waren zwar reich an Fossilien, aber angesichts der vielen Erdbeben in dieser Gegend dürfte es für die alten Griechen sehr schwer gewesen sein, ein intaktes Skelett zu finden. Wissenschaftler haben in vielen Studien untersucht, welche Knochen eher erhalten bleiben als andere. Der Zustand der Fossilien hängt davon ab, ob Aasfresser am Werk waren, wie schnell der tote Organismus eingebettet wurde und wie die Umgebungsumstände waren. Der Erhaltungszustand der dokumentierten fossilen Funde ist sehr unterschiedlich. In der Taphonomie geht es darum, was, warum, wie gut erhalten bleibt. Der Wissenschaftszweig ist mit rund 50 Jahren relativ jung. Ein Paläontologe erkannte damals, dass die Vorgänge nach dem Tod eine Wissenschaft für sich sind. Das Verständnis der Phasen, die tote Organismen bei der Fossilisation durchlaufen, erleichtert den Paläontologen die Rekonstruktion eines Tieres aus fossilen Resten. Bei Säugetieren wie uns sind die Zähne der härteste Teil des Körpers. Deshalb sind sie auch am häufigsten fossilisiert. Außerdem sind dicke Röhrenknochen oft gut erhalten, während kleine Knochen wie die von Fingern oder Klauen leicht weggewaschen werden. Die Fossilien sind oft sehr zerbrechlich. Auch die Knochen von einem so stark und muskulös wirkenden Tier wie dem Tyrannosaurus sind hohl und zerbrechlich. Wenn so ein Tier stirbt, wird es oft von Aasfressern auseinandergenommen und die Knochen werden verschleppt. Auch viele Teile des Schädels werden gerne von anderen Tieren zerkaut, weshalb man oft nur Kiefer findet. Wenn nur die Röhrenknochen und die Zähne dieser gigantischen Säugetiere übrig blieben, verwundert es nicht, dass die alten Griechen sie für überdimensionierte menschliche Gebeine hielten. Menschliche Beinknochen haben viel Ähnlichkeit mit den Beinknochen von anderen Säugetieren. Sie haben praktisch die gleiche Form. Angesichts eines größeren Knochens dieser Art war es also gar nicht so abwegig zu denken, dass er von einem besonders großen Menschen stammte und nicht von einem Tier. Antike Historiker schätzten, dass ihre Helden 3 bis 4,5 Meter maßen, also 2 bis 3 Mal so groß waren wie gewöhnliche Sterbliche. Das entspricht dem Größenverhältnis zwischen den Röhrenknochen von Menschen und von Mastodonten. Falls die Knochen von Mastodonten zu zweibeinigen Wesen zusammengesetzt wurden, ließ das Ergebnis vermutlich an unförmige menschliche Riesen denken. Das würde auch die zahlreichen Erwähnungen von Heldenknochen erklären, die ihrerseits die Existenz von Titanen, Amazonen, Helden und Riesen zu bestätigen schienen.
Die Heldensagen könnten also ihren Ursprung in der Realität haben. Aber wie entstanden die monströseren Kreaturen in der Vorstellung der alten Griechen? Die Inseln der Ägäis sind reich an Ablagerungen aus dem Miozän und dem Pliozän, als prähistorische Säugetiere die Erde bevölkerten. In diesen Sedimentschichten finden sich Knochen von Mastodonten und Mammuts. Von der dreizähigen Pferdegattung Hipparion und dem giraffenartigen Samotherium. Die ständige vulkanische Aktivität in der Region hat die Fossilien vermischt und viele der zerbrechlichsten und aufschlussreichsten Teile zerstört. Das könnte ein Grund dafür sein, dass viele mythische Kreaturen der alten Griechen Mischwesen sind, halb Mensch, halb Tier. Doch keines der prähistorischen Säugetiere hat Ähnlichkeit mit einem der auffälligsten und populärsten Mischwesen der griechischen Mythologie, dem Greif. Zahlreichen antiken Texten zufolge hat er den Kopf und die Flügel eines Raubvogels und den Körper eines Löwen. In den meisten Erzählungen hüten diese Kreaturen Gold, doch in einem Fall wachen sie über den unsterblichen Prometheus. Prometheus war ein Vetter von Zeus, ein Titan. Er war der erste kulturelle Held der Griechen. Er stahl Feuer von den Göttern und brachte es vom Olymp herunter. Prometheus zahlte einen furchtbaren Preis dafür, dass er den Menschen das Feuer gebracht hatte. Zeus kettete Prometheus an einen Felsen über einem Abgrund und ein Adler fraß jeden Tag von seiner Leber, die immer wieder nachwuchs. Denn Götter und Unsterbliche kann man nicht töten. Und so dauerte seine Qual ewig. Der Athener Tragödiendichter Aischylos schrieb in seinem Stück Der gefesselte Prometheus, dass Zeus den Felsen, an den Prometheus gekettet war, von furchterregenden Kreaturen bewachen ließ. Niemand würde je wagen, ihn vor Zeus' grimmigen Wächtern zu retten. Viele griechische und römische Dichter schrieben über den Greif. Im Laufe der Zeit erfuhr man immer mehr über sein Verhalten und seine Erscheinung. So zum Beispiel, dass er sein Nest auf dem Boden baut, Eier darin legt und Gold bewacht. Die Skythen, ein Nomadenvolk aus Zentralasien, hatte großen Anteil daran, dass sich die Handelswege aus Asien im 6. Jahrhundert bis zur Ägäis erstreckten. Sie besaßen keine Schrift. Doch Gelehrte wie der weitgereiste Grieche Aristeas, der im 7. Jahrhundert vor Christus lebte, trugen zur Verbreitung der skythischen Mythen bei. Es ist möglich, dass die Skythen Geschichten über grausame, goldhortende Greife verbreiteten, um die Menschen von Goldlagerstätten fernzuhalten. Aber irgendwann fragte ich mich, ob den Geschichten vielleicht irgendwelche Tatsachen zugrunde lagen. Das würde erklären, warum in den Reiseberichten immer wieder dieselben Details über Greife erzählt wurden. Und zwar über 1000 Jahre lang. In dem Versuch, die Wahrheit über die Greife herauszufinden, suchte Adrian Meyer entlang der antiken Handelswege nach möglichen Goldlagerstätten. Sie fand Hinweise in alten Landkarten und antiken geografischen Namen in der Nähe der alten Karawanenstraßen. Sie konzentrierte sich auf das Gebiet um das Altai-Gebirge. Altai bedeutet auf Mongolisch goldene Berge. Von Geomorphologen erfuhr Adrian Meyer, dass das Gold dort ausgewaschen wurde, wo das Gebirge in die Wüste Gobi übergeht. Das Goldfeld der Greife, das sie auf diese Weise genau lokalisieren konnte, war allen Paläontologen bekannt, mit denen sie sprach. Dort war ein Schatz fossiler Art gefunden worden. Der Abenteurer Roy Chapman Andrew hatte ihn in den 1920er Jahren entdeckt. Er und seine Begleiter hatten entdeckt, dass die häufigsten Fossilien dort Dinosaurier mit 4 Beinen und einem sehr großen gebogenen Schnabel waren. Es handelte sich um den Protoceratops, einen pflanzenfressenden Dinosaurier aus der späten Kreidezeit, einen der letzten seiner Art, bevor die Tiere vor rund 70 Millionen Jahren ausstarben.
Der Erhaltungszustand dieser Fossilien war einzigartig. In der Wüste Gobi gab es außergewöhnliche Situationen. Verheerende Sandstürme, die die Tiere einfach unter sich begruben. Falls Sie jemals einen Sandsturm erlebt haben, wissen Sie, wie das ist. Man kann nichts machen. Man kann sich auch nicht mehr bewegen. Sie kommen so plötzlich, dass man sich nur hinkauern und begraben lassen kann. Plötzlich bricht eine Sanddüne zusammen und begräbt das Tier innerhalb von Sekunden unter sich. Und wenn der Sand sich nicht mehr bewegt, kann das Tier sogar fossilisiert werden. Manchmal werden stehende Skelette gefunden. Irgendwann zeichnen sich die weißen Knochen deutlich im rötlichen Sandstein ab. Wenn man ein fast vollständig erhaltenes Skelett findet, ist es viel einfacher, sich vorzustellen, wie das Tier ausgesehen haben könnte. Den alten Griechen und Skythen könnten die Gebeine der Protoceratops als Beweis gedient haben, dass der legendäre Greif wirklich existierte. Reisende, die nach Zentralasien, also auf skythisches Gebiet kamen, hatten vermutlich schon Geschichten über den Greif gehört. Und wenn sie dann noch ein Stück von einem Fossil gezeigt bekamen, glaubten sie die Geschichten. Allerdings unterscheiden sich Greife und Protoceratops in einem Punkt. Letztere besaßen keine Flügel. Aber eine genauere Betrachtung des Dinosauriers könnte diese scheinbare Diskrepanz auflösen. Ich habe Paläontologen gefragt, wie sie sich die Flügel der Greife erklären. Wie sich herausstellte, besaßen die Protoceratops einen Nackenschild, der von der Seite betrachtet Ähnlichkeit mit einem Flügel hat. Die vielen Dinosaurier-Eier, die in der Gegend gefunden wurden, vervollständigten das Bild. In der Antike erzählte man sich, dass die Greife grimmig ihre mit Gold ausgekleideten Nester verteidigten. Adrian Meyer war sich sicher, in den Protoceratops-Fossilien den Ursprung der fantastischen Greifmythen gefunden zu haben, die von Reisenden immer weiter verbreitet wurden. Ihre Recherche zu den Greifmythen sollte Adrian Meyer noch etwas einbringen. Die vielen Hinweise auf prähistorische Ungeheuer, die sie in den alten Schriften gesammelt hatte, ergaben zusammen eine Art Schatzkarte für Mythenforscher und Paläontologen. Seit rund 200 Jahren geben die Inseln der Ägäis ihre Geheimnisse preis. Im 19. Jahrhundert schickten alle zivilisierten Länder Expeditionen in diese Gegend, um nach antiken Schätzen zu suchen. Dann löste die Veröffentlichung von Charles Darwins Evolutionstheorie eine Jagd auf prähistorische Knochen aus. Tausende von Fossilien aus dem Pleistozän und dem Miozän wurden auf den Inseln und dem griechischen Festland entdeckt. Doch trotz unzähliger Ausgrabungen fand man keine Anhaltspunkte dafür, dass die alten Griechen die prähistorischen Funde als das erkannten, was sie waren. Einige Gelehrte des 19. Jahrhunderts nahmen zwar an, dass sie Fossilien entdeckt und vielleicht sogar identifiziert hatten, doch später wurde dieser Gedanke wieder verworfen. Moderne Wissenschaftler gingen davon aus, dass es den Kenntnisstand der alten Griechen überstiegen haben würde, Fossilien als solche zu erkennen. Diese Annahme erschien dadurch gerechtfertigt, dass die Schriften der meistgelesenen antiken Gelehrten wie Aristoteles oder Lukrez keinerlei Hinweise auf große oder sonst wie ungewöhnliche Knochen enthalten. Doch Adrian Meyer beschränkte sich bei ihren Forschungen nicht auf die üblichen antiken Quellen, sondern beschäftigte sich intensiv mit populären Werken von Autoren wie dem Geographen Pausanias, der um 150 nach Christus lebte. Er war fast im modernen Sinne des Wortes ein Reiseschriftsteller. Er hat Reiseberichte über alle möglichen Gegenden in Griechenland verfasst und die Sehenswürdigkeiten aller Städte aufgeführt. Pausanias empfahl seinen Lesern auch Orte, an denen man die Gebeine von Riesen bewundern konnte. Im Hafen von Milet brach ein Teil einer Insel weg und offenbarte die Knochen des Riesen Asterios. Das Skelett misst mindestens 4,50 Meter. He recorded something like a dozen.
Er berichtet von ungefähr einem Dutzend Fossilienfundstellen in und um Griechenland. Er beschreibt Fossilien, die er mit eigenen Augen am Fundort gesehen hat. Und er schildert die Spekulationen, die jedes Mal aufkamen, wenn Fossilien durch Regenstürme, Erdbeben, Erdrutsche oder einfach durch Erosion freigelegt wurden. Pausanias Reiseberichte brachten Adrian Meyer auf eine Idee. Ich habe eine Landkarte genommen und alle Fossilienfundstellen eingezeichnet, die ich in über 100 griechischen und lateinischen Berichten von 30 verschiedenen Autoren der Antike gefunden habe. Mit der Hilfe von amerikanischen und europäischen Paläontologen verglich sie diese Karte mit den wichtigsten Fossilienlagern, die in moderner Zeit dokumentiert wurden. Das Ergebnis war verblüffend. Es passte alles zusammen. Es hatte sich nur noch niemand die Mühe gemacht, die antiken Fundstellen in eine Karte einzuzeichnen, weil die Altphilologen die meisten Berichte als Märchen oder Aberglauben abtaten. Die alten Griechen hielten die Knochenfunde zwar für die Gebeine von Riesen oder für Heldengräber, doch abgesehen davon ging man in der Antike nicht viel anders mit Fossilien um als heutzutage. Aus den Berichten geht hervor, dass sie gesucht, gesammelt, vermessen und ausgestellt wurden. Bedeutende Fossilienlager waren Touristenattraktionen, für die man auch eine Seereise auf sich nahm. Angesichts der großen Zahl schriftlicher Zeugnisse war sich Adrian Meyer sicher, dass es auch physische Beweise geben musste. Doch wo waren die Fossilien, die die alten Griechen ausgestellt, bestattet oder den Göttern geopfert hatten? Adrian Meyer nahm sich die Grabungstagebücher sämtlicher Ausgrabungen vor, die im 19. und 20. Jahrhundert in Griechenland durchgeführt worden waren. Dort mussten auch Fossilien verzeichnet sein, die man in Tempeln oder Gräbern gefunden hatte. In einigen Grabungstagebüchern wurden überdimensionale Knochen und große Zähne beschrieben, die die Archäologen in Heldengräbern entdeckt hatten. Doch diese Fossilien waren meistens nicht mehr auffindbar. Denn die Archäologen, die mit der Ausgrabung der großen Tempel beschäftigt waren, hatten diese Art Funde weitgehend vernachlässigt. Sie suchten nach Gebäuden, nach menschlichen Skeletten, Gold und Artefakten. Fossile Tierknochen wurden ignoriert oder in irgendeinem Lager deponiert. Leider bewahrten die Archäologen die Fossilien nicht immer auf. Jeder Archäologe führte ein Grabungstagebuch. Auf den hinteren Seiten wurden Besonderheiten festgehalten. Dort vermerkten sie die Entdeckung ungewöhnlicher Knochen oder Zähne und schrieben dazu, was sie damit gemacht hatten. Meistens landeten sie im Müll. Und das wurde auch so vermerkt, dass man sie weggeworfen hatte. Dennoch blieb ein bemerkenswerter Anhaltspunkt aus der Zeit dieser Ausgrabungen erhalten. Dank seiner Schönheit. Im 6. Jahrhundert vor Christus, ungefähr zur selben Zeit, als die Gebeine des Orest in Sparta bestattet wurden, entstand diese Vase in Korinth. Sie zeigt Herakles, der Hesione davor bewahrt, dem Meeresungeheuer von Troja geopfert zu werden. Die Darstellung des Ungeheuers, das im Vergleich zu den anderen Figuren recht primitiv wirkt, stellte die Wissenschaftler vor ein Rätsel. Die meisten waren sich einig, dass es eine Art Meeresungeheuer darstellen soll, das aus einer Höhle späht. Doch ich hatte inzwischen so viele Fotos von Fossilien gesehen, dass mir die Ähnlichkeit mit einem Schädel auffiel. Ich schickte eine Kopie der Abbildung an Paläontologen, die sich mit Fossilien aus dem Ägäisraum auskennen. Allen fiel sofort der bewegliche Kieferknochen auf. Die Art, wie er mit dem Schädel verbunden ist, die Schädelform, die Augenhöhle, die nach hinten gerichteten Zähne und die ausgesprochen lebensnahe Darstellung des abgebrochenen Zwischenkieferknochens. Es ist ein sehr empfindlicher Bereich. In der Antike wurden Männer, Frauen, Kleidung, Pferde und andere Tiere stilisiert dargestellt. Die Art der Bemalung ist bei allen Vasen sehr ähnlich. Dieser Schädel fällt besonders auf, weil er realistisch aussieht. Der Maler zeigt viele anatomische Details.
Die Paläontologen waren sich einig, dass es eine gute Darstellung eines Säugetierschädels aus dem Miozän ist, der aus einem Felsen heraus erodiert ist, und kein Seeungeheuer, das aus einer Höhle späht. Dieser Künstler brachte offenbar Fossilien mit mythischen Ungeheuern in Verbindung. Diese Entdeckung bestärkte Adrian Meyer darin, nach den Fossilien zu suchen, die von den alten Griechen gesammelt worden waren. Zu diesem Zweck konzentrierte sie sich auf eine Ausgrabung, die 1978 in Südgriechenland begonnen wurde. In einem antiken Stadtkern war ein riesiger Oberschenkelknochen entdeckt worden. Er wurde auf der Akropolis gefunden. Er muss in der Antike entdeckt und auf die Akropolis gebracht worden sein, vielleicht als Relikt eines lokalen Helden. War dieser sogenannte Heldenknochen in Wirklichkeit ein prähistorisches Fossil? Bedauerlicherweise hatten sich die Archäologen nicht die Mühe gemacht, den Knochen zu identifizieren. Er schien ihnen zu unwichtig, doch für Adrian Meyer war er von größter Bedeutung. Ich begann Nachforschungen anzustellen, aber der Knochen schien verschwunden zu sein. Doch ich fragte so lange herum, bis ich erfuhr, dass er sich in einem Karton in irgendeinem Keller befand. Im Sommer 1998 war es endlich soweit. Adrian Meyer erhielt den Knochen und wandte sich an Nikos Solunias, der einem Forschungsteam des Museums für Naturgeschichte in New York angehört. Wir verbrachten den ganzen Tag damit, den Knochen mit tausenden anderer Knochen aus Griechenland zu vergleichen, die sich in verschiedenen Sammlungen des Museums befinden. Schließlich identifizierte Nikos ihn als Knochen eines Wollnashorns aus dem Pleistozän. Dieses herrliche Tier ist vor rund 1 bis 2 Millionen Jahren fossilisiert. Hier war endlich ein Beweis, dass Griechen und Römer vor Christi Geburt und in den ersten beiden Jahrhunderten danach prähistorische Fossilien suchten und sammelten. Nicht anders als moderne Paläontologen. Und wie die Wissenschaftler heute erkannten auch sie schon, dass es sich bei den Fossilien um organische Überreste einer prähistorischen Ära handelte und entwickelten Theorien, wie diese Tiere ausgesehen haben mochten. Der einzige Unterschied liegt darin, dass sie dabei auf mythische Ungeheuer kamen, statt auf Wollnashörner. In den vergangenen Jahren ist es Adrian Meyer gelungen, einen weiteren Oberschenkelknochen eines prähistorischen Säugetieres aufzuspüren. Er wurde im Hera-Tempel von Samos gefunden, wo man ihn im wahrscheinlich 7. Jahrhundert vor Christus der Göttin opferte. Immerhin 2 Beweisstücke konnte Adrian Meyer retten. Hunderte anderer Fossilien sind unwiederbringlich verloren. Sie wurden als irrelevant abgetan, so wie die griechischen Mythen von Ungeheuern und Riesen ins Reich der Fantasie verwiesen wurden. Es sind Fehler gemacht worden. Das gehört zur Wissenschaft dazu. Sie entwickelt sich weiter, indem wir von Entdeckung zu Entdeckung dazulernen. Wurden die ersten paläontologischen Entdeckungen also nicht im 18. oder 19. Jahrhundert gemacht, sondern 2000 Jahre zuvor? Waren die alten Griechen die ersten, die sich für Urzeitmonster interessierten? Ich wollte den alten Griechen schon immer eine bessere Note in Paläontologie geben, denn sie haben Fossilien gesammelt, vermessen und ausgestellt, was die Basis wissenschaftlicher Untersuchungen ist. Und dafür, dass es noch keine paläontologische Wissenschaft gab, waren die Theorien der alten Griechen eigentlich ganz zutreffend. Seit wann gibt es die Paläontologie? Ich denke, die Menschen haben schon immer interessante Dinge gesammelt, darunter auch Fossilien.